Reiz macht eigentlich, dass du jedes Mal selber überwinden musst und selber schlagen musst. Es gibt keine Schiedsrichter, du kannst die Verantwortung auf niemanden schieben, das musst du selber machen. Ganz einfach. Ich komme hier zum Training her, weil das der einzige Ort ist in Deutschland, wo man das tun kann. Das ist hier wie in einem Olympiastützpunkt. Aber der Unterschied ist, das sind alles Gleichgesinnte. Und das ist der Funke, der überspringt. Für mich das Mekka. Super Training. Klasse, Jungs. Danke. Wir von SES Boxing legen natürlich Wert auf spezielle Behandlungen und Bedingungen. Und hier sind wir natürlich wirklich in den besten Händen. Hier wird alles diagnostiziert, hier werden die ganzen Tests gemacht für Rücken, für Laufbandtests und so weiter und so fort. Werden die Kraftwerte entwickelt und man kann hier wirklich schauen am Anfang der Vorbereitung und am Ende der Vorbereitung. Ich bin sehr gerne hier. Ich bin seit Jahren lang. Es ist super Lage. Auch alles im Haus, vor allem für einen Profisportler, also lohnt sich nur sowas. Ich bin sehr gerne da und ich fühle mich hier zu Hause, weil man kann wirklich hochprofessionell arbeiten hier. Ich bin hier seit 10 Jahren wegen den Eisenhardt-Jungs, aber jetzt muss ich weiter trainieren. Ja, das Team Eisenhardt, das ist einfach der Zusammenhalt, unbeschreiblich. Das findet man in Deutschland kein zweites Mal. Team Eisenhardt, bestes Schwimmtraining. Ich habe schon kleinere Titel mit mir nach Hause nehmen dürfen. Die großen wurden mir verwehrt, da war ich zu schwach dafür. Trotzdem bleibt mir der Spaß am Sport und den übe ich hier weiter aus. Ich spiele Eishockey und bin dort 2009 deutscher Zweitligameister geworden und 2017 deutscher Vizemeister mit den Grizzlies Wolfsburg. Ich arbeite hier, weil das generell einfach der allergeilste Ort ist und Platz, um zu arbeiten. Ich bin Physiotherapeutin und mehr als hier geboten ist, gibt's nicht. Also wir bereiten deutschlandweit und europaweit Athleten vor auf ihre Sportarten. Und an dem Tag, also wo die das erste Mal bei uns sind, werden eben mit einer umfangreichen Testung wird analysiert, wo die Schwachpunkte sind. Also wir nehmen Blutwerte, wir nehmen Urinwerte, wir machen Maximalkrafttestungen, EMG-Analysen, wir schauen das Herz unter Belastung an, EKGs, vom Triathlon über Bergläufer, Profiboxer, Bobfahrer, ja, Powerlifter natürlich. Also es ist sehr, sehr bunt gemischt und das, glaube ich, macht das letztendlich auch aus. Die eigentliche Frage ist, warum trainiert man nicht hier? Das Verrückte hier ist, es ist alles da, ob das jetzt Leistungssport ist oder auch Reha. Insofern als Verletzter oder als Leistungssportler der beste Ort der Welt, definitiv. 2004 war ich Weltmeister im Steinheben und 2009 bin ich dann zum Sepp gekommen. Ich habe gemeint, ich habe alles erreicht, aber da bin ich eines Besseren belehrt worden. Obwohl ich 10 Jahre Trainingspause und eine schwere Krebsoperation davor hatte, hat der Sepp mich zum 5-fachen Weltrekordler gemacht und zum 2-fachen Weltmeister. Für mich unglaublich, dass das überhaupt möglich war. Team Eisenhardt bedeutet Freundschaft, Team Eisenhardt bedeutet Zusammenhalt, Team Eisenhardt bedeutet Schweiß, Herzblut, Leidenschaft, Disziplin und immer alles zu geben und das gemeinsam. Ich war Weltmeister im Kraft-Dreikampf, war deutscher Meister im Steinheben und war stärkster Mann Deutschlands. Ich habe damals einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt und bin dann mit meiner Trainingsphilosophie nicht mehr weitergekommen. Ich hatte einen guten Bekannten gehabt, der hat zu mir gesagt, wenn der jemand helfen kann, dass dieses Problem löst, dann nur die Sportschule kenne ich mir, der Name Sepp. Und so bin ich dahergekommen. Ich hatte mich vor 3 Jahren mal schwer verletzt, mir den Bizeps abgerissen und durch das Team hier, also durch die professionelle Betreuung, die Physiotherapie und auch durch die Trainer war die Rehabilitation super, komplett leistungsfähig. Das schafft eigentlich so keine andere Einrichtung, die ich jetzt kenne. Deutschlandweit, ich habe überall schon mal trainiert, so ein Sportleistungszentrum wie hier ist eigentlich einzigartig. Ob wir das beste Studio sind, weiß ich nicht.
Bestimmt nicht, aber bei uns trainieren auf jeden Fall die, die die Besten werden wollen. Und das funktioniert relativ gut. Was mich motiviert, das Gemeinschaftsgefühl, Leuten zu helfen, dass die ihr sportliches Ziel erreichen. Die Augen wahrscheinlich, die Augen, wenn du das Leuchten siehst, wenn die das schaffen, für das sie hier 500, 600 Kilometer herfahren, das ist wahrscheinlich das, was mich meine Arbeit 7 Tage in der Woche lang machen lässt. Das gibt mir eigentlich mehr als Weltmeistertitel. Die hatten wir alle. Stay hungry.